Hallöchen, Leute, willkommen zum neuen Video. Ja, da ja Bandicam nur richtig aufnimmt, wenn ich Minecraft spiele, komischerweise, weil fragt's mir nicht warum. Ich wollte eigentlich vorher euch so einen Rescue Pack Editor zeigen, wo ihr das wisst, wo ihr das erkennen könnt. Wo ihr das erkennen könnt, ich bin also erkennen könnt. Wo ihr das hier so. Wo ihr das. Jetzt habe ich den Faden schon wieder verloren. Egal. Auf jeden Fall zeige ich euch. Mache ich mit euch jetzt heute mal kurzer. Eine kleine Idee. Ich habe so eine Idee, wir könnten ja so eine Mondbasis aufbauen in Minecraft. Jo, und da ich jetzt... Ja, das ist natürlich gut, wenn auf dem Mond was wächst. t/kill@kill@i wiederbeleben. Ja, suhu, juhu, kurz in den Boden gebackt. Jetzt brauche ich natürlich wieder einen Helm, sonst verrecke ich. Kürbis, 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 da. Ja, ich weiß, der Kürbis ist normalerweise kein Helm, aber der sieht am besten aus. Jo, ich hab die Idee, dass ich mit euch so eine Mondbasis aufbaue. Lasst euch aber nicht von dem Grünzeug hier irritieren. Ich würde mal sagen, das ist so, dass die Menschen da ein bisschen Erde auf den Mond gebracht haben und irgendwie geschafft haben, da Atmosphäre aufzubauen. So. Ganz easy und simpel. Und ja. Jetzt würde ich mal sagen, wir bauen unsere Basis auf. Als erst brauchen wir natürlich einen Lebensraum. 1, 2, 3, 4, 5. Dazu brauchen wir einen 5x5 Kreis. Und ja, ich habe vorher schon... 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe vorher schon einmal probiert, wie man am besten in Minecraft einen Kreis baut. Die Welt habe ich aber wieder gelöscht. Weil ich es dann halt nicht mehr benötigt habe. Das wollte ich schon fast genötigt habe sagen. 1, 2, 3, 4, 5. Jo. Was sagt denn ihr eigentlich so grundsätzlich jetzt mal zu der Flüchtlingspolitik von der Merkel? Die hat doch völlig eigentlich... Also ich persönlich finde, dass die Merkel eigentlich total falsch angefangen hat. Also meines Erachtens hätte sie nicht alles sofort reinkommen lassen sollen. So quasi wie auf ein Ding wie so auf freiem Felde quasi so einfach mal rein marschieren lassen. Ich meine jetzt, und deshalb kann ich jetzt auch ehrlich gesagt die Flüchtlinge gut verstehen. Weil die fühlen sich jetzt natürlich veräppelt, die Flüchtlinge von der Merkel. Ja, und jetzt hat Rien's gerade bei mir vor der vorm Ding. Super. 1, 2, 3, 4, 5. Bauen wir hier mal so eine Glaskuppel auf. Aha. Check, check. Und hier 2 hoch. Dass das nicht so hoch ist. 1, 2, dann hier 2, dann hier 2 in die Richtung und 2 in die Richtung. Genau, passt. Dann geh halt dahin, du. So, bauen wir hier wieder 2 hin, dann tschack, tschack. Chuck. 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 So, passt.
Jetzt bauen wir natürlich das Glas. Brauchen wir jetzt. Da nehmen wir am besten. Das hebt sich gut ab. Machen wir hellgraues Gras. Gras. Hellgraues Gras. Auch gut. Hellgraues Glas. Hey, wieso sag ich immer Gras? So, dann bauen wir hier so auf. Tschak, tschak, tschak. Tschak. Tschak, tschak, tschak. Jo, was wollte ich jetzt noch... Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Entschuldigt mich, Leute, aber ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ja. Mein Plan vom Bauen her ist jetzt hier erst einmal die Kuppel zu bauen und dann hier so wie so eine Art Ding, so eine Oase hinzubauen. Wie so eine Oase in der Wüste, bloß halt jetzt auf dem Mond. In dem spezifischen Fall. Genau. Ja. Genau. Ja. Ich muss euch noch was sagen. Ich habe gestern einen Teil von Germany's Next Topmodel angeschaut. Und da sind mir fast, da sind mir beinahe im wahrsten Sinne des Wortes die Ohren rausgeflogen. Da labert eine und gibt von sich preis, dass sie mit 16 ein Kind gekriegt hat. Ja, sie war damals etwas dicker und sie hat nicht gedingt, sie hat... Jetzt muss ich mal kurz schauen. Da zwei, auf zwei runter. Und ich frage, aber mal ehrlich, ich frage mich, wie doof man sein kann, dass man sowas nicht kapiert. Hallo? Wer zum Henker kapiert nicht, dass er schwanger ist? Ich meine, wenn der da Bauch drückt und zwackt, das merkt man doch. Also so blöd kann man doch nicht sein. Kurz schauen. Hier zwei. Ja, wird schon so passen. So. Dann hole ich mir mal hier eine Karte. Genau. Gut. Genau, dann würde ich mal sagen, wir bauen die nächste Hälfte in der nächsten Aufnahme. Bis gleich. Und jetzt sind wir in der zweiten Aufnahme. Jo, dieses, was ich jetzt auch nochmal sagen wollte, mit dem Germany's Next Topmodel Model da. Das, wie blöd muss man sein, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sag, wie blöd muss man sein, um... alles Mögliche von sich preis quasi zu geben und dann... Oh!
Wie hohl? Hallo, jo Fräulein. Du wolltest dich bei Germany's Next Topmodel bewerben? Wenn du so dick bist, da hast du erstens eh keine Chance, irgendwie einen Modelauftrag zu kriegen, weil die sind ja eh alle auf schlanke Models aus. Und dann kriegst du auch noch ein Kind. Na gut, ich meine, bei bisschen Übergewicht, da kann man es nicht merken. Jetzt lass ich mir schon eingehen. Aber, Leute, seid ihr so, sind die... Manchmal frage ich mich echt, woher die ganzen Leute ihre Naivität her haben. Woher kriegen die ihre Naivität her? Furchtbar. Es ist ja schlimmer als bei Hempels unterm Sofa. Hey. Wirklich. Schlimmer als bei Hempels unterm Sofa. Diese Dummheit. Ich meine, gut und schön, dass man Ding, dass man so, dass man, es ist schön und gut, dass man ein bisschen neben sich steht. Aber man kann doch dann nicht einfach mit irgendjemandem ins, mit seinem Freund im Bett schlafen und hoffen, dass der nicht seinen, ich sag jetzt mal, Bederle, da wisst schon, was er dann da nicht reinschieben sollte bei einer Minderjährigen. Ja, und dann in dem Fall trifft dann auch das Sprichwort zu, Liebe macht blind. Bei manchen trifft es echt zu, so naiv wie die sind. Entschuldigung, wenn ich mir jetzt darüber auslästere im Prinzip. Aber manchmal frage ich mich echt, ob man gewisse Leute überhaupt noch Hirn haben. Oder ob das bei denen durchgebrannt ist. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Ihr glaubt's nicht, was ich da... Was da alles passiert. Wenn ich so Fernsehsendungen anschaue. Wahnsinn. So, jetzt haben wir die Kuppel gebaut. Jetzt brauchen wir hier... noch ein Licht. Das mache ich mit dem Kompass. Glowstone. Glowstone, da passt jetzt am besten rein. Na komm. So. Dann haben wir hier schon mal Licht. Jetzt gilt alles möglichst zwei Blöcke. Ja, nee, nicht zwei Blöcke. Mach mal einen Block nur tief. Jetzt müssen wir natürlich noch Erde hinbauen, damit der Baum wachsen kann, weil ein Baum kann nicht auf Mondgestein wachsen. Ich meine, das ist normal. Der normale Stein, das müssen wir uns ja jetzt vorstellen, wie ein Ding, wie so ein Mondgestein, wenn wir jetzt quasi auf dem Mond sind. Juhu, Höhlensound in Minecraft, obwohl ich nicht in der Höhle bin. Übrigens, ich habe ein Flatwell gemacht, Tanla Stream und habe die Erdschichten entfernt. Falls es einen interessiert, wenn man, wie man so in Minecraft so eine Steinlandschaft hinkriegt. Jo, dann würde ich mal sagen, wir bauen ganz schnell mal Erde rein. Dann können wir im Prinzip auch gleich den Grasblock nehmen. Ja, und so die Hintergrundgeschichte ist, dass wir quasi der erste Mensch auf dem Mond sind. Ich muss noch erst einmal die Sounds wieder runterschrauben. Gesamtlautstärke 16%, 15%. So. Hoffentlich ist das jetzt nicht so laut. So, tschuk, tschuk. Ach, apropos, ich muss noch was eingeben. T/. Damit uns keine Tiere hier reinspawnt. Game Rule. Mob Spawning. False. Damit
Tomb, das ist der Befehl dafür, dass Minecraft keine Mobs spawnt. Also außer uns natürlich. Genau, und jetzt gehen wir nochmal das ganz obere ein. T/kill@e. Wiederbeleben. Hallo. Da ist die Kapsel gut. Einen Kürbis haben wir ja auch verloren. Stimmt. So. Den Kürbis, den können wir eigentlich gleich anziehen. So, so. So, check. Obwohl, eigentlich brauchen wir den jetzt nicht, nicht direkt, aber mei. Falls wir doch noch was in der Kuppel umändern, wäre es ja umso realistischer, wenn wir wenn wir den Helm aufhaben. Nicht auf dem Ding drauf. Jo, wenn ihr euch schon länger gewundert habt, welches Texture Pack ich da verwende, es ist das Aeon Texture Pack mit dem Vanilla Add-on. Ja, dass es hier halt alles ganz normal aussieht. So, dann würde ich mal sagen, nein, nein. 1, 2, 3. Chuck, 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 chuck. 1, 2. So. Ah ja, 1, 2, 3. Wie viel haben wir da? Abstand? 2. Da haben wir 3 Abstand. Na klar. So. So, dann machen wir hier so ein Ding da. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, 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 so. So. So, so. So, so. So. So, 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 so. So, 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 so. So, check, check. Genau. Dann hier noch ein bisschen einmal rein. Dingseln. Dann füllen wir das hier mit Wasser. Wo ist denn das Wasser? Müsst ihr aufpassen, das ist alles anders geteilt. Das ist alles auf Ding getrimmt. Warte mal, was? Leute, ich glaube, ich tue mir dann im nächsten Let's Play tue ich mir dann das Mond-Ding drauf. Das Moon Rescue Pack. Das Mond-Add-on. So, schau. Jupp, passt alles. Wasserstand ist gleich. Dann brauchen wir jetzt hier nur noch einen Baumsetzling. Schwarzeichen-Settling. Du mich auch, Alex. Kannst ja voll gut Englisch. Werkstoffe. Knochenmehl. Das ist irgendein weißes Viech. Da, Knochenmehl. Dann setzen wir den hier hin. Und lassen den... Na komm. Na, leck mich doch am Arsch. Mach mal eine Eiche hin. Die geht schneller. Guck, guck. Eiche. Ach Gott, Fichte. Dann mach mal der Fichte hin. Fichte. Ach, wisst ihr was? Ach, weißt was, Leute? Wir setzen einfach einen Baum hin. Noch eine Eiche. Tschack, tschack. Dann brauchen wir hier noch Dekoration. Das Eichenlaub. Das ist gleich das erste. Bast. Und dann. Tschack, tschack. Tschack,
Check. Machen wir am besten gleich ganz weit hoch. Dann hier die Spitze. Check, check. Machen wir so einen Otter Normalbaum. Ist ganz einfach zu bauen gleich. Jo, dann bauen wir hier weiter. Check, check. Check, es sieht zwar jetzt ein bisschen planmäßig an. Jo, und dann würde ich mal sagen, haben wir jetzt gleich Essen. Und ja, beende ich mal kurz die Aufnahme und ja, wir sehen uns im nächsten Part, wenn ich die Ding baue, wenn ich die nächsten Dinge ab... Ja, wenn ich die Ding baue, wenn ich da was anschließe, genau. Das, ja, gut, so, ich würde sagen, das war's. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Video von und mit mir. Ciao und bye bye.